So, aber es ist mir persönlich wichtig, dass diese Mod dabei ist. Denn, sagen wir es so, was denkt ihr? Was ist für einen German VTuber oder VTuber die große Inspiration, wenn er selber einer werden möchte? Was würdet ihr als erstes denken? Eine VTuber von Airman, natürlich. Und Nico hat sofort verstanden, aber ja. Bei mir war es anders. Ich wusste nicht mal den Begriff für VTuber, als ich begonnen habe. Kein Scherz. Ich wusste nicht mal, dass es German VTuber-Begriff gab. Oder was genau VTuber sind. Ich hab's mir selbst zusammengereimt. Und wie habe ich mir's zusammengereimt? Durch Hasuke Miku. Sie war mein großes Idol. Sie hat mich damals inspiriert und ihr Sinn, wie der Creator sagte, war, dass sie Menschen Hoffnung schenken sollte. Und mir hat sie neue Hoffnung gegeben. Wir haben ja jetzt 5 Jahre und mein Ziel habe ich ja nicht erreicht, aber trotzdem, Miko hat mich die ganze Zeit begleitet. Sie war meine Inspiration und die Influencer-Sachen habe ich eher von Paluten und Domtendo übernommen. Aber die Idee mit dem virtuellen Charakter hatte ich damals. Und ja, deswegen war ich auch ein bisschen hinten dran im Thema der Community-Zusammenhängen. Und als ich dazu kam, wurde ich nicht mehr angenommen. Ja, wir hatten die Geschichte mit dem Deutsch und der Geschichte. Ich weiß, dass Miku kein VTuber war, aber sie war meine Inspiration. Miko war meine Inspiration. Kein HoloLive-VTuber, kein irgendein anderer VTuber. Hasuke Miku war es. Sie hat für mich alles begonnen. Und dementsprechend kommt sie jetzt und macht ein Konzert hier auf dieser Bühne. Ich konnte diesen Jubiläumsstream nicht machen, ohne eine Hasuke Miku Mod reinzunehmen. Oder irgendwas mit Miku. Ganz ehrlich, das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Sie war meine große Inspiration. Und bis heute höre ich sie immer noch gerne. Dann wollen wir mal. Story Mode. 3, 2, 1, go. Oh, da ist Niki in Hotline 24. Hä? Ist Autoplay an? Sie singt von selbst. Keine Ahnung warum. Na gut, genießen wir es. Das war gerade Ghost Rule. Ein Ausschnitt. Ich kann nicht mehr mit dir.
Der ist mir schon eben im Publikum aufgefallen. Ich glaube, jetzt sind wir dran. Oh, Spotplay. Tatsächlich. Ja, dann genießen wir einfach Musik. Was zum? Der Beatbox! Seit wann kann Boyfriend Beatboxen? Oh! Egal! Das erkenne ich sofort. Oder ein Mikro-Konzert konnten wir es einfach nicht beenden. Gibt's noch einen Secret-Song im Freeplay? Nö. Aber ich find's cool, dass sie da verschiedenste Songs gemixt haben, die Mikro über die Jahre gemacht hat. Mikro ist für mich mein großes Inspiration.